Du bist begeistert von Jesus und hast auf dem Herzen, seine Liebe weiterzugeben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob vielleicht ein Einsatz in der Mission für dich dran ist? Die meisten unserer Mitarbeiter weltweit sind für längere Zeit in ihrem Einsatzland aktiv. Langzeit, das heißt für uns bei der DMG, Zeit zu haben, um eine Sprache zu lernen, in die Kultur einzutauchen, Teil der Gemeinschaft vor Ort zu werden. Denn dann kann man auch Gottes Liebe effektiv weitergeben und seine Botschaft weitertragen, Menschen ermutigen und eine nachhaltige Arbeit aufbauen. Ja, für uns war das so, dass wir den Eindruck hatten irgendwie, dass Gott was vorhat mit unserem Leben und dass er uns einsetzen will im Ausland. Inzwischen sind wir seit 6,5 Jahren in Albanien, in Tirana, der Hauptstadt. Aber am Anfang wussten wir gar nicht, wie soll das funktionieren und wie kann das ablaufen. Und da haben wir uns innerlich auf den Weg gemacht. Genau, und als nächstes habe ich mich dann einfach mal an den Computer gesetzt und im Internet geschaut, was gibt es eigentlich für Missionsorganisationen und welche Organisation würde zu uns passen. Und genau, das war so der erste Schritt eigentlich in diese Richtung. So sind wir auf die DMG gestoßen. Tatsächlich findest du viele unserer Informationen online. Schau doch mal rein. Aber natürlich sind wir gerne auch persönlich für dich da. So war das im Prinzip bei uns auch. Wir haben dann ein persönliches Beratungsgespräch bei der DMG gehabt, bei dem wir unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Fragen stellen konnten. Und uns wurden auch verschiedene Einsatzländer gezeigt und wo eben auch unsere Profession und unsere Talente gut eingesetzt werden konnten. Das Gespräch war so gut für uns, dass wir in dem Gespräch Feuer gefangen haben und dachten, jetzt kann es irgendwie losgehen. Wir arbeiten weltweit mit rund 100 Partnerwerken zusammen und kennen auch deren offene Stellen in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Uns ist ganz wichtig, dass du da zum Einsatz kommst, wo Gott dich haben will und in einer Aufgabe, die zu dir passt. Wir konnten dann eine Erkundungsreise machen in ein mögliches Einsatzland. In unserem Fall war das Albanien und dort haben wir uns angeschaut, wie das Team arbeitet, haben gesprochen mit den Leuten vor Ort. Und das hat uns so gefallen, dass wir, als wir nach Hause gefahren sind, gedacht haben, jetzt sollten wir eigentlich bleiben. Übrigens haben wir uns dann auch noch bei anderen Missionswerken umgesehen, einfach um zu sehen, okay, was gibt es alles für Möglichkeiten? Da hat uns die DMG auch unterstützt, hat gesagt, ja, macht das ruhig, damit ihr wirklich den Platz findet, an dem ihr richtig seid. Zweimal im Jahr bieten wir auf dem Buchenauer Hof ein Infowochenende an. Komm vorbei, besuch uns hier, lass uns gemeinsam für deine Zukunft beten und ins Gespräch kommen. Mit Missionaren, mit Mitarbeitern, aber auch mit den anderen Interessenten. Wir haben uns dann für die DMG als Partner entschieden und haben uns ganz offiziell beworben mit Bewerbungsgespräch, mit Formularen, mit Dokumenten, mit Empfehlungen, die Leute uns ausgesprochen haben. Und letztlich sind wir genommen worden. Das hat uns natürlich sehr gefreut und konnten dann in eine 8-wöchige Vorbereitungszeit starten mit anderen Neustartern. Das war eine ermutigende und gute Zeit, weil wir viel theologisch Neues gelernt haben, auch über fremde Kulturen, über Kulturschock, all das, was sozusagen relevant ist, wenn man dann im Ausland tätig ist. Teil dieser Zeit ist auch, dass wir angepackt haben am Buchenauer Hof, einfach an Haus und Hof, was hier eben so anfiel. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir dadurch die Mitarbeiter hier gut kennenlernen konnten. Die Heimatzentrale der Buchenauer Hof ist so zu einer Heimat für uns geworden, an die wir auch immer wieder zurückkehren können, wenn wir in Deutschland sind. Nach der zweimonatigen Vorbereitungszeit sind die neuen Missionare dann unterwegs in Gemeinden und bei ihren Freunden, um von ihrer neuen Arbeit zu berichten. Uns ist wichtig, mit diesen Gemeinden eng zusammenzuarbeiten, denn nicht die DMG sendet Missionare aus, sondern die Gemeinde. Sie beten auch für sie, stehen hinter ihnen, unterstützen sie, auch finanziell, denn die ganze Arbeit wird durch freiwillige Spenden getragen. Ja, und dann waren wir eine ganze Zeit lang unterwegs, haben verschiedene Gemeinden besucht und Freunde von unseren Wünschen und Träumen da in Albanien erzählt und haben einfach festgestellt, dass Gott uns ganz viele Leute zur Seite gestellt hat, die unsere Vision irgendwie mittragen, für uns beten und uns begleiten. Und nachdem wurden wir dann von unserer persönlichen Gemeinde ausgesendet, die uns in diesen 7 Jahren immer begleitet hat und wir eigentlich bisher sagen können, Gott war immer treu, die Gemeinde war immer treu und bisher hat es uns an nichts gefehlt. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir fühlen uns von der DMG sehr gut begleitet. Unsere Personalleiter nehmen alle unsere Fragen und Schwierigkeiten auf und begleiten uns geduldig darin. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir ausreisen konnten und da wurden wir ganz in Ruhe und geduldig begleitet. Das Team hier vor Ort nimmt uns ganz viele Aufgaben ab, damit wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können und betet auch wirklich für uns, jeden Tag, für die Mitarbeiter weltweit.
Die Botschaft von Jesus soll auf der ganzen Welt Menschen erreichen. Dafür setzen wir uns ein, mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Dein Beruf und deine Begabung sind auch Chancen und Dinge, die du einsetzen kannst, um dich einzubringen. Komm auf uns zu. Wir freuen uns, wenn du dich an Gottes weltweiter Arbeit beteiligen willst, damit Menschen Gott begegnen.